Zunächst wollten wir hier mit dieser Veranstaltung nochmal unseren Kunstrasen nochmal ein bisschen pushen. Das heißt, auch ein paar Euro zusammentragen, aber vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit immer wieder auf uns aufmerksam machen. Weil unser Ziel ist ja klar, das wissen diejenigen, die es jetzt sehen werden, dass wir in einigen Jahren, ich nenne mal eine Zahl, 2019, 20 hier unseren Kunstrasenplatz realisieren können. Nach dem neuesten Stand sind das so um die 130 Mitglieder, die also diesem Förderverein angehören. Mittlerweile haben wir auch schon einige potenzielle Sponsoren angesprochen, sodass da auch schon klare Zusagen sind und auch schon finanzielle Mittel bereitgestellt wurden. Also von daher sind wir da auf einem guten Weg. Was hier auch ganz klar als Zielsetzung seitens des Fördervereins steht, ist ja, unser kleines Dorf weiterhin attraktiv zu halten, was uns ja in Hothmar fast immer gelingt. Und dazu gehört natürlich auch der Sportverein und auch wieder der Fußball, weil Fußball ist nun mal die Nummer eins, nicht nur in Hothmar, sondern auch über Hothmar hinaus, das wissen wir, aber auch in Hothmar. Und wir möchten einfach hier insbesondere der Jugend die Möglichkeit geben, den Sport so auszuüben, wie er heute in nahezu allen Orten vergleichbarer Größe auch geboten wird, also einen Kunstrasen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und wenn man heute auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen politisch ausgedrückt, aber Integration wichtig, und dazu gehört halt der Sport, auch der Fußball, und dafür brauchen wir halt eben Sportgeräte. Und da gehört auch ein Kunstrasenplatz dazu.